Nasty ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Geschafft. Und zwar für die 100% hat ja nur noch Magnus hier gefehlt, den wir eigentlich schon befreit hatten. Zum Glück war es nicht noch einmal Delvin. Und damit haben wir 100% Fortschritt, da oben steht es 8,5 Stunden, wobei die Zeit zum Teil verfälscht ist. Weil ich während des Let's Plays natürlich auch manchmal das Spiel im Hintergrund anhabe. 17 Leben, wow, 12 Eier gibt es nur im Spiel. Okay. 80 Drachen befreit und 12.000 von 12.000 Schätze. Dann können wir uns aufmachen in Gnastys Schatzkammer und den letzten Rest holen. Die Frage ist, was ist das? So ein Bonuslevel? Oder so ein so aggressives, ich töte alles und eigentlich kommt jetzt ein viel schlimmerer Gegner-Level? Das könnte ja sein. In das Level kann man tatsächlich aber erst, wenn man die 100% hat. Und dann mal schauen. Also wie eine Schatzkammer sieht es hier nett aus. Entschuldige. Das willst du mir doch nicht als Schatzkammer verkaufen. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht weg. Hallo? Bin ich blind? Wo soll ich denn hinspringen? In die Lava oder was? Okay, ich probiere es dahin. Ha! Ah! Ah, das ist ein Fluglevel! Das ist ein Fluglevel! Wobei ich nur eine begrenzte Höhe erreichen kann, okay. Das ist ein Fluglevel! Wie geil! Hey, guck mal, da geht's lang. Schau ich mich gern mal da um. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Das sieht schön hier aus, aber es ist ja irgendwie nichts. Vielleicht so ein Eierdieb muss ich verfolgen, der auffliegen kann? Na gut. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt höher gehe? Ups. Kann ich jetzt höher dauerhaft fliegen? Nein. Aber wenn ich von oben starte, kann ich höher fliegen, gell? Nein, immer noch nicht. Ich bin wieder tiefer. Okay, ich muss das noch checken, das Prinzip. Lila Edelsteine. Zumindest ist die Höhe der Edelsteine beeindruckend. Aber Schatzkammer. Also wenn ihr euch eine Schatzkammer einrichten würdet, die würde doch nicht so aussehen. Das ist doch erstmal keine Kammer. Und es sieht nicht schön aus. Es gibt hier fast nur wertvolle Dinger, gell? Okay, da ist ein Eierdieb, aber diesmal mit dem Schlüssel wieder. Sehr schön. Ja, das Problem ist, dadurch, dass ich fliegen kann, muss ich mich überall genug umsehen. Wobei ich sehe jetzt schon, dass ich das Fliegen nicht dauerhaft nutzen werde, damit ich den Überblick nicht verliere. So, okay, der rennt nur im Kreis, dann erledige ich das zuerst. Alter, der rennt ja weit. So, weg mit dir. So, zack, ich höre schon wieder ein. Gibt so viele Schlüssel hier. Okay, ich kann immer noch nicht höher fliegen. Da ist ein Schloss. Aber ich kann hier hin. Ist schon mal ein Anfang. So, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Das heißt, hier ist alles erledigt. Sehr schön. Ah, jetzt kann ich höher fliegen. Okay, also anscheinend immer etwas höhere Plattform muss ich erreichen. Irgendeine bestimmte Höhe. Und dann komme ich weiter. Dass es hier fast nur wertvolle gibt, gell? Guck mal, ich habe schon... Wie viel? Bitte zähl auch mal auf. 400! Ich erinnere mich an die Anfangssequenz, da meinte er ja auch, wir haben 12.000 Schätze in unserem Reich. Oder waren es 15.000?
Willst du mir jetzt erzählen, ich bekomme hier noch 3000 voll in einem Level? Oh Gott. Okay, komme ich gleich zu dir? Ich komme gleich. So. Oh Gott, ist das schnell. Ich kann zwar innen laufen, aber trotzdem nicht so einfach. Ah! Oh! Wenn ich von der anderen Seite komme, dann dreht er bestimmt wieder um. Ja klar. Also ich muss schon hinter ihm bleiben. Ah! Danke. Das heißt, ich kann jetzt noch eine Ebene höher. Ich muss nur wissen, wo die ist. Aber interessantes Level, gefällt mir. Auch wenn es nicht eine Schatzkammer ist, das hätte schön aussehen können. Mir fällt gerade auf. Ne, ich dachte vielleicht, das ist eine Kombination aus allen Welten, die wir bisher besucht haben. Weil das sieht ein bisschen aus wie in der Artisanenwelt, aber... eigentlich nicht. Ist nur eine Kombination aus den zwei Welten, Artisanen und... hier. Und Gnassys Welt. Die anderen sind hier anscheinend nicht vertreten. Gut, mehr gibt es auf der Ebene nicht. Ich mache am liebsten hier von unten nach oben, damit ich halt, sobald ich überall fliegen kann, nicht alles absuchen muss. Mess. Okay, ich schau gleich nach, was das soll. Wahrscheinlich hat er den nächsten Schlüssel. Okay, hier gibt es nichts mehr. Dann, ab geht's. Bringt's jetzt voll, weißt du? Für was hast du eigentlich einen Hubschrauber, so ein Eierdieb? Das ist eigentlich voll zum Nachteil für dich. Kriege ich hier vielleicht noch irgendetwas? Unendlich Feuer oder so? Oder muss ich echt einzelne Raketendinger finden? Sehr schön. Ah, da ist auch das nächste Tor. Da gehe ich schon gleich hin. Muss ich ja eher parken. Und das ist... Ah doch, da vorne. Ich sehe es. Aber ich komme da noch nicht hoch. Und sonst gibt es auf der Ebene... Ah, hier ist noch ein Ding, okay. Feuer. Ah, du machst das da hinten auf, oder ist das da oben? Das da hinten, okay. Ich sage, darf man nichts übersehen. Wir wechseln kurz, solange die Musik auch wieder. Auch ein bisschen wieder klassischen Vibes. So, es gibt echt keine minderwertigen Edelsteine. Alles sehr viel wert. Rot, Grün und Blau kannst du hier vergessen zu treffen anscheinend. So, dann haben wir das geschafft. Was gibt's hier? Achso. Okay, aha. Ich wusste gar nicht, dass die schweben können, aber gut. Okay, der hat wahrscheinlich mehr drauf als der andere, weil der tatsächlich genauso lenkt wie ein Eierdieb. Na dann. Anders die Höhle, wo ich letztes Mal war. Okay, er hat ein bisschen Vorsprung, das macht nichts. Das ist natürlich interessant, wir hatten noch nie einen Eierdieb so. Aber herausfordernd ist das jetzt nicht. Also, Hubschrauber ist eher ein Nachteil für die. Oh. Ich hol den nicht an. So. Weg. Okay, Schlüssel haben wir. Die Frage ist, ich kann jetzt noch höher fliegen. Das heißt, ich schaue mich erst um. Genau, hier war ich noch nicht. Das macht mir da vorne die Kiste auf. Das ist einfach so ein Chill-Level. Keine Bosse, keine schwierigen Sachen. Gefällt mir. Kann man schön entspannen. Dann haben wir auch das, aber irgendwie sieht es nicht so aus, als ob ich zu meinen 3000 komme. Hat er 15.000 gesagt oder nur 13.000 oder sowas? Es kann sein natürlich, dass ich mich jetzt irre. Aber wir sehen es ja gleich. So. Wo
Okay. Ist ja gar nichts. Ich kann ja nicht mal hoch hier. Okay, dann ist es vielleicht nur, damit ich an Höhe gewinne. Jetzt darf ich wahrscheinlich noch höher fliegen. Aber wo gab es denn noch was? Seht ihr noch was? Ich sehe nichts mehr. Der Bereich ist ja auch nicht besonders groß. Ich guck mal hinter dem Nachhause-Ding, ob es da noch was gibt. Ich dachte eigentlich, von da komme ich. Aber wenn ich natürlich fliegen kann. Oh, hier verdienen wir nochmal ordentlich was. Hey, das ist Nestis geheimer Raum. Kann ich auch da rein? Schade. Okay, achso, das ist die Tür hier. Ja, okay, vergiss es. Viel Feuerwerk gibt's hier. Ich schaue mich kurz um, bevor irgendwas hier zerstört wird vielleicht. Interessante Motivationssprüche alle hier. Das müsst ihr euch merken, hier. Practice is not about being the best. It's about destroying everyone else. Das ist klar. Und da haben wir Nasty selbst. Ich bezweifle nur irgendwie, dass er tatsächlich Liebesbriefe bekommt. Oder ist das vielleicht nicht sein Ding? Na doch, das ist doch Nastys Schatzkammer. Das muss doch sein eigenes Ding sein, oder? Oder willst du mir echt erzählen, das ist ein Raum von der Verehrerin? Ich dachte eigentlich, das ist ein eigener Raum, aber hier ist kein Ding. Nicht der Fernseher und alles, deswegen passt es nicht. So. Ja, nur ein kleiner lila Drache steht hier im Weg. Was steht da bei Teamwork? Ah, okay. Okay, der Rest passt. Gut, dann spreng ich mal ein bisschen was. Oh, natürlich. Aber damit habe ich alle Edelsteine. Yeah. Wann kriege ich damit die 2000 voll? Ah, da ist noch einer. 2000, okay. Dann 14.000 Schätze gibt es. Aber irgendwie ist der Raum seltsam. Wie gesagt, entweder der Typ ist selbst verliebt, oder dieser Raum gehört jemand anderen. Keine Ahnung. Aber gut, dann haben wir alles geschafft. Es gab hier nur Edelsteine diesmal. Es gab... Ja, es gibt ja keine Fähigkeitspunkte mehr, es gibt keine Drachen mehr zu befreien, keine Eier, kein gar nichts. Deswegen haben wir es damit geschafft. Spyro der Drache, du hast Gnasty Gnork besiegt, die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Nasty Nork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Nasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh, da geht's wieder los. Ich glaube, die Drachen sollten aufhören, öffentlich im Fernsehen schlecht über ihn zu reden. Das würde alle Probleme einfach aus der Welt schaffen, weißt du? Aber nein. Aber schöne Endsequenz, die gibt es anscheinend nur, wenn man wirklich die absoluten 100% hat, inklusive das Bonuslevel. Das freut mich natürlich, hat sich auch gelohnt. Anscheinend die Sonnenbrille gibt es auch als Bonus, statt als Cheatcode. Okay. Bleibt auch nicht erhalten, aber wir wissen ja, wie wir es aktivieren. Und wir landen wieder hier in der allerersten Welt. Ach, lang ist's her, gell? Hm. Und diese Tür, die sich immer noch nicht öffnet.
böse Entwickler, dass sie so ein Geheimnis gemacht haben. Jutti Duppi, dann haben wir es geschafft. Es ist echt lange her. Ich fühle mich gerade wieder zurückgeworfen. Vor allem, wie gesagt, weil ich mit den ersten zwei Welten und auch mit einem meiner Lieblingslevel hier, das Dunkle Tal, die meisten Erinnerungen habe. Ach ja. Toasty, du warst auch ein würdiger Gegner. Vielleicht eins der verdientesten Gegner. Nicht nur, dass er nicht besonders einfach war, sondern dass er auch eins der witzigsten Gegner war von all denen. Ja, ich freue mich. Ich gucke mich hier noch einmal um. Einfach wegen der Nostalgie, eine kurze Runde. Sehr schön. So, welche Musik haben wir eigentlich gerade an? Ich denke die Originale, genau. Dann rüber zu Reignited. Noch ein letztes Mal. Und dann... Das war's noch nicht. Denn es gibt noch eine Sache, die wir abhaken müssen. Und zwar, zack. Überall die 100% natürlich checken. Aber wie gesagt, die haben wir auf jeden Fall. 120%. 14.000 Schätze, ja. Okay, dann 15.000 hatte ich falsch im Kopf. Oh, interessant. Gnassys Welt ist die einzige, die eins weniger hat. Ein Level. Oder? 1, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Komisch, aber okay. Nicht, dass ich... Also ich hätte jetzt tatsächlich Angst gehabt, dass ich was vergessen habe, aber es gibt nichts. Fähigkeitspunkte haben wir ja auch alle geschafft. Das heißt, wir können uns jetzt die Kunstgalerie ansehen. Die haben wir uns ja aufgehoben. Teil 1 haben wir schon länger freigeschaltet, jetzt kommt Teil 2. Und dann schauen wir uns auch die wunderschönen Bildchen an. Ich liebe den Blick von Spyro rechts. Der ist auch immer cool. Ja, die Mimik war auch gut von ihm, jedes Mal, wenn Spyro auch zur Rede kam, wenn er mit Drachen gesprochen hat. Und Sparkle natürlich. Hier einer der schönen Drachenstatuen. Sieht eigentlich sehr edel aus, muss man sagen. Wenn es nicht so traurig wäre und das ein echter Drache ist. Aber lustigerweise, keinem ging schlecht, gell? Also stellt euch vor, ihr seid plötzlich in Stein verwandelt und könnt nie wieder was machen und seid trotzdem irgendwie lebendig. Den Drachen ging's gut. Die waren immer fröhlich drauf. Subidubi, haben sich gefreut. Fertig. Hier haben wir ein paar schöne Gegneres. Die meisten sind aus den letzten Welten. Aber auch diese, eigentlich alles Militante. Wobei sowohl aus Welt 2 als auch aus der letzten Welt. Ach, diese seltsamen Freaks, die sich immer verwandelt haben. Die waren schon witzig. Riesenstiefmütterchen. Ah ja. Ah ja. Ein paar seltsame Gegner hat er schon erschaffen. Toasty! Also echt, das war das eigentlich der beste Gegner. Die Kombination eben, dass er nicht so einfach war und dass er witzig war. Hätten sie ruhig auch bei den anderen Gegnern machen können, aber vielleicht wäre es dann zu wenig ernsthaft gewesen. Hier haben wir die anderen. Ich meine, die waren auch witzig. Vor allem den Stab, den Dr. Shemp hat. Das sieht halt echt aus wie Aku Aku in grün. Der Metallkopf, der war eigentlich einer der enttäuschendsten Gegner, ganz ehrlich. Der konnte gar nichts. Ich weiß nicht, warum der überhaupt eine Existenzberechtigung hat. Eigentlich aus technologischen Gegnern kann man so vieles machen. Was hat er eigentlich gemacht? Der hat Gegner meistens um mich geworfen, gell? Der hat nicht mal was Technologisches benutzt. Ich meine, jeder Gegner mit ein paar Muskeln hätte das geschafft. Aber gut. Ah, der Linke, der war auch noch geil. Der Jacques, geilster Name ever. Plus auch ein cooler Auftritt. Und natürlich unser Nasty Norg. Dann, ich denke, das ist schon Seite 2. Delbin und Garvin. Auch sehr schön. Ja, ich finde auch das allgemeine Design der vielen Drachen interessant. So viele unterschiedliche Dinge für nur so einen kurzen Auftritt. Aber trotzdem, das bringt eben Charakter in das ganze Spiel. Ja, schon sehr schön. Ein paar hat man ja auch im Kopf behalten, vor allem entweder weil die witzige Sprüche haben oder wegen ihrem Charakter. Hey, der hat eine Schatzkarte in seinen Flügeln, cool.
Ich weiß nicht, ob man das auch bei der Zwischensequenz gesehen hat. Mir ist es nicht aufgefallen. Es sind auch viele Details, die man so gar nicht sieht. Kenne ich euch? Achso, das war der mit der Puppe, ja. Dieser Freak. So, das waren beide Seiten, gell? Ja, gut. Dann haben wir das geschafft. Ach ja, ich werde es vermischen. Wie gesagt, wie lange wir hier einfach damals in der Oberwelt nur rumgeeiert sind, gesucht haben. Als Kind hat man nicht einen Überblick, dann dauert natürlich alles viel länger. Und die Gegner, die am Anfang ja gar keinen Schaden machen. Auch genial. Ich würde sagen, gehen wir noch ins dunkle Tal rüber. Einfach, wie gesagt, weil das mein Lieblingslevel war von den ganzen Beleuchtungen und so. Dann haben wir auch das hier. 14.000 Edelsteine. 120%. Ach ja, dieses Gefühl ist einfach schön. Einerseits, man hat es geschafft. Andererseits, schade, dass es vorbei ist. Wobei, es ist ja nicht richtig vorbei, denn... Es geht ja weiter, das Let's Play. Und zwar mit Spyro 2. Ryptos Rage. In unserem schönen Remaster sind ja alle drei Teile vertreten. Das heißt, die können wir auch dementsprechend alle genießen. Ach ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag die Welt sehr hier. Eins der erinnerungswürdigsten. So, haust bitte ab. Du auch, du auch. Du auch und du auch. Sehr schön. Da lasse ich mich treffen. Übrigens, für die Lagerfeuer hier, die habe ich mich damals ja gewundert. Für die gab es eine Trophäe. Wenn man beide anzündet. Nicht alle Trophäen habe ich genannt. Manche haben wir automatisiert quasi bekommen. Deswegen, ich hoffe, das ist okay. Aber ist schon schön. Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, ich muss mich emotional auch von diesem Spiel etwas trennen, damit wir uns in die nächsten Teile wagen können. Ach ja. Ich weiß nicht wieso, wie gesagt, das Level ist immer sehr besonders für mich gewesen. Und damit würde ich sagen, natürlich wie immer, keine Sorge, es geht immer weiter. Ein Daumen hilft mir, damit ich weiß, wie es euch gefallen hat. Auch natürlich abonnieren, um nichts zu verpassen. Die Glocke hilft auch dabei, dass ihr euch an alles erinnert, wenn was hochgeladen wird. Und mal sehen, ob ich mich auch irgendwann an die Originalteile wage. Das Ganze nochmal im klassischen Design zu sehen, wäre ja auch interessant. Aber gut, damit keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich sag wieder, keine Frage. Bis dahin. Ciao.